Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn man hier so ins Weite rundschaut, dann ist der erfreuliche Aspekt, den man da bemerken kann, ist, der Frauenanteil ist vergleichsweise hoch. Bisschen unerfreulich, das muss ich auch für meine eigene Fraktion zähneknirschend feststellen. Allgemein ist der Anteil und die Beteiligung an dieser Debatte nicht so hoch, wie im Grunde genommen für dieses Thema angemessen wäre. Denn 100 Jahre Frauenwahlrecht ist ja nicht nur ein entscheidender Punkt und eine entscheidende Errungenschaft für Frauen, sondern es ist eine entscheidende Errungenschaft für die Demokratie an sich. Denn Frauen sind immerhin die Hälfte der Bevölkerung. Und dass sie so lange von demokratischer Teilhabe, von politischer und gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen waren und dass sie sich so mühsam diese Teilhabe erkämpfen mussten, das ist etwas, wo wir alle gemeinsam, eben nicht nur die Frauen, sondern wo Frauen und Männer gemeinsam sagen sollten, das ist ein wichtiger Aspekt für die Demokratie und der sollte uns viel wert sein. Und als die ersten Frauen in die verfassungsgebende Versammlung am 6. Februar 1919 in Weimar einzogen, da blickte die Frauenbewegung bereits auf einen langen Kampf für das Stimmrecht zurück. Denn schon Hedwig Dohm schrieb den Frauen bereits 1876 ins Stammbuch, fordert das Stimmrecht, denn nur über das Stimmrecht geht der Weg zur Selbstständigkeit und Ebenbürtigkeit, zur Freiheit und zum Glück der Frau. Doch vor dem Einzug in die Parlamente lag überhaupt erst mal das Erkämpfen des Rechtes, sich politisch beteiligen zu dürfen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass nach der Revolution von 1848 es Frauen überhaupt nicht erlaubt war, sich politisch zu betätigen. Sie dürften sich nicht in politischen Vereinen zusammentun und sie dürften auch nicht Mitglied in Parteien werden. Erst 1908, durch die Veränderung des Vereinsgesetzes, wurde ihnen der Eintritt in Parteien und damit die politische Betätigung überhaupt erst ermöglicht. Ein erster Schritt zur politischen Mündigkeit von Frauen war damit also gewesen. Getan. Und damit konnten Frauen nun auch offen und nicht mehr nur geheim und verschwurbelt für die Gleichberechtigung, die Menschenrechte und das Wahlrecht streiten. Denn Menschenrechte haben kein Geschlecht, wie Hedwig Dohm sagte, oder Frauenrechte sind Menschenrechte, wie es ein Slogan der Frauenbewegung sagt, der heute noch Gültigkeit hat und der heute noch genauso wichtig ist, wie er vor 100 Jahren gewesen ist, wie er vor 50 Jahren gewesen ist. Denn schaut man sich die internationale Situation von Frauen und Mädchen an, dann müssen wir leider feststellen, dass noch allzu oft Unterdrückung von Frauen und Mädchen vorherrscht, dass sie noch viel zu oft Gewalt ausgesetzt sind, die geschlechtsspezifisch ist und eben nicht die Gleichberechtigung und die Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen überall durchgesetzt ist. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, im November 1918 erhielten die Frauen dann endlich das Wahlrecht und fast 90% der Wählerinnen gaben bei den Wahlen am 20. Januar 1919 ihre Stimme ab. Und bei der Eröffnung der verfassungsgebenden Versammlung waren dann auch fast 10% der Abgeordneten Frauen. Ein Anteil, und das finde ich ganz interessant, der übrigens im Deutschen Bundestag erst 1983 wieder erreicht wurde und wo schon alle Rednerinnen bislang die Errungenschaften der eigenen Partei gewürdigt haben. Ich würde beim Datum 1983 darauf schließen, dass das vielleicht was mit dem Eintreten der Grünen in den Bundestag zu tun haben könnte. Aktuell ist der Frauenanteil im Bundestag allerdings wieder auf den Stand des letzten Jahrtausends zurückgefallen. Bei den Bundestagswahlen von 1998 lag der Frauenanteil zuletzt knapp bei 31%. Das ist leider auch aktuell der Frauenanteil. Und wenn wir uns den Frauenanteil des Landtags von Nordrhein-Westfalen anschauen, dann ist das frauenpolitisch auch kein Anlass zum Jubeln. Und Frau Schneider und Frau Troles, wenn Sie hier sagen, dass sich das ja alles in den letzten Jahren so wunderbar entwickelt hätte und dass man das ja auch nicht vergleichen könnte mit anderen Wahlperioden und was Sie hier alles vorgetragen haben, dann will ich doch trotzdem mal darauf hinweisen, dass der aktuelle Frauenanteil von 27,6% nicht nur mager ist, sondern aus meiner Sicht sogar beschämend ist. Aber das hält die regierungstragenden Fraktionen nicht davon ab, diesen Frauenanteil auch noch zu unterbieten. Bei der CDU-Fraktion sind aktuell 23,6% der Abgeordneten weiblich und bei der FDP sind es gar nur 17,9%. Aber nein, Frau Schneider, natürlich und Frau Troles, wir brauchen keine gesetzlichen Regelungen zur gerechten Beteiligung von Frauen. Das wird sich schon von alleine regeln. Aber, das muss ich Ihnen doch auch noch mal hier sagen, wir Frauen haben weder Geduld noch haben wir die Zeit darauf zu warten, dass sich hier irgendwas, was auch immer, von alleine regelt. Denn schaut man sich die Entwicklung in den Kommunalparlamenten an. Der bundesdeutschen Großstädte, wie das Gender Ranking der Böll-Stiftung, ist immer wieder untersucht. Dann kommt man leider zu dem Schluss, dass es noch 128 Jahre dauern wird, bis Frauen und Männer gleichberechtigt in den Parlamenten deutscher Großstädte sitzen. Und das auch nur,
wenn es keinerlei Schwankungen gibt, wie jetzt, dass der Frauenanteil gesunken ist oder eben auch in Nordrhein-Westfalen bei den letzten Kommunalwahlen, sondern das wird nur dann passieren, wenn der Frauenanteil sich auch in den nächsten 4 Jahren jeweils um moderate 0,5% steigert. Ich möchte Ihnen allerdings sagen, dass 100 Jahre nachdem die Frauen ihr Recht zu wählen erkämpft haben, es aus meiner Sicht vielleicht mal Zeit ist, darüber nachzudenken, ob wir uns nicht vielleicht auch jetzt das Recht auf paritätische Teilhabe erkämpfen sollten. Und das ist wahrlich kein weiches Thema. Frau Schneider hat es gerade erwähnt, kaum etwas ist in den letzten Monaten in diesem Haus so diskutiert worden und so hart diskutiert worden wie die Frage der Quote. Und das will ich Ihnen auch noch mal sagen, Frau Schneider, weil Sie das hier schon wieder vorgetragen haben. Weder Sie noch Ihre Fraktion, noch die CDU, noch die Landesregierung stellt fest, ob etwas verfassungskonform ist oder nicht. Das macht immer noch das Verfassungsgericht. Dort haben Sie es gar nicht mehr zur Entscheidung kommen lassen. Und dementsprechend wissen wir nach wie vor nicht, ob diese Quotenregelung für den öffentlichen Dienst verfassungskonform war oder nicht. Wir gehen weiterhin davon aus, dass sie das war. Und es wird auch einmal mehr deutlich aus Ihren Redebeiträgen, dass das Gleichstellungsgebot des Grundgesetzes in diesem Haus eben nicht von allen Fraktionen gleichermaßen auch als Auftrag verstanden wird. Als Auftrag endlich dafür zu sorgen, dass Macht und Verantwortung in diesem Land gleich verteilt sind. Wenn man sich das mal anschaut, im aktuellen Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, dann wird deutlich, dass Frauen ihren Anteil zur Verantwortung mehr als erfüllen, denn Frauen leisten täglich mehr als die Hälfte unbezahlter Sorgearbeit als Männer das tun. Das heißt, ihren Anteil an der gesellschaftlichen Verantwortung, an der Sorgearbeit bringen sie, erfüllen ihn über. Doch wenn es ums Geld geht und wenn es um die Macht geht, dann liegen Frauen abgeschlagen zurück. Nach wie vor 21% weniger Lohn. Im durchschnittlichen Gesamterwerbseinkommen in der Lebensverlaufsperspektive sind es schon 49% weniger. Und bei der Rente ist das Loch dann bereits bei 53%. Das sind doch alles keine guten Nachrichten, wo man sich zurücklehnen kann und sagen kann, es ist nicht mehr die Zeit, über Frauenförderung nachzudenken, sondern wir müssen uns endlich davon abwenden. Nein, es ist nach wie vor die Zeit, darüber zu sprechen, dass Frauen in diesem Land nicht gleichberechtigt sind. Allerdings hoffe ich mal, dadurch, dass der Antrag ja überwiesen wird, dass wir vielleicht doch noch zu einem gemeinsamen Antrag kommen, zu einem gemeinsamen Signal kommen. Ministerin Scharrenbach hat ja gemeinsam mit der LAG, der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, aufgefordert, unter dem Hashtag 100 Jahre Frauenwahlrecht Initiativen zu posten, sichtbar zu machen, welche Frauen sich auch engagiert haben fürs Frauenwahlrecht. Da wäre es doch schön, wenn dieses Parlament unter dem Hashtag 100 Jahre Frauenwahlrecht eine gemeinsame Initiative starten würde, einen gemeinsamen Antrag einbringen würde, der deutlich macht, dass wir Frauen in der Politik stärken wollen. Und da würde ich mich allerdings auch schon, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, fragen, nachdem Sie alles abgelehnt haben, was die SPD in Ihren Antrag geschrieben hat, nachdem ich ja auch erläutert habe, dass Sie unsere Quotenregelung abgeschafft haben. Jetzt würde mich doch mal interessieren, nachdem Sie gesagt haben, es ist bei Ihnen alles in so guten Händen, was Sie denn dann nun konkret vorschlagen. Nach wie vor gibt es keinen Vorschlag, den Sie auf den Tisch gelegt haben, wie Sie denn eigentlich den Frauenanteil im öffentlichen Dienst erhöhen wollen. Wie wollen Sie denn, wenn unsere Vorschläge alle schlecht sind, den Anteil in den Kommunalparlamenten von Frauen erhöhen? Da wären wir doch mal auf Antworten sehr, sehr gespannt. Vielleicht hat die Ministerin ja endlich mal ein paar Antworten im Gepäck. Ich verliere da ja nicht die Hoffnung. Vielen Dank.